Ich stehe hier vor meiner ersten mit Sumpfkalk verputzten Wand in meiner Scheune. Vor über 6 Jahren habe ich hier zum ersten Mal mit Kalkmörtel gearbeitet. Ich habe die Wand auch schon mal vor 3 Jahren bewertet, aber auch jetzt nach 6 Jahren, über 6 Jahren, ist es immer noch so wie auch vor 3 Jahren. Da tut sich also nicht mehr viel. Sie bleibt so. Und obwohl ich ja hier einen relativ schlechten Putz aufgetragen habe, denn ich habe Kabelsand verwendet, also ein Sand, der normal nicht zum Mauern und auch nicht zum Putzen gebraucht wird, sondern um Kabelschächte aufzufüllen. Und ich habe auch dann noch diesen mit Sumpfkalk nur 6:1 oder 7:1 gemischt. Trotzdem haftet hier alles einwandfrei, auch nach 6,5 Jahren, und wird auch in den nächsten Jahrzehnten sich nicht mehr weiter verändern. Also es ist doch relativ einfach, finde ich, so einen Putz an ein altes Gemäuer zu bekommen. Und inzwischen habe ich auch einen ganzen Raum mit Kalkmörtel bearbeitet. Dazu gibt es ja auch ein entsprechendes Video. Was mir am Herzen liegt, bei meinen ganzen Videos und auch bei dem ersten Video, was ich damals hier gestellt habe, war einfach, alte Techniken zu erhalten und dazu beizutragen, dass eben Kulturgüter erhalten bleiben. Das ist mir bei der Schellackpolitur bis jetzt sehr gut gelungen. Viele Hunderte haben Schellackpoliersets bestellt und sind dabei, ihre eigenen Möbel aufzuarbeiten. Und nach langem Überlegen bin ich jetzt einfach auch dazu gekommen, auch für die Restaurierung des Altbaus ein Set anzubieten, damit Sie mal ausprobieren können, welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich, wenn man ein eigenes Gebäude hat und da das renovieren möchte. Deswegen wird das jetzt natürlich hier ein Werbevideo für dieses Restaurierungsset. Also mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie viel Gebäude allein schon wieder in den letzten Jahren hier in unserer Gegend abgerissen worden sind. Oder auch wie viel Gebäude mit den falschen Materialien belegt werden. Deswegen, was soll man dagegen machen? Also jeder, der ein eigenes Haus hat, sollte sich erstmal überlegen, was ist denn das Ideale für meinen Altbau? Und das sind nicht die modernen Materialien, die man normalerweise im Baumarkt bekommt. Wir müssen doch auf Dauer sehen, dass die Gebäude erhalten bleiben. Nicht nur 5 Jahre, bis ihre Gewährleistung abläuft und dann Schäden entstehen. Und diese Materialien hier, die bekommt man im Prinzip nicht im Baumarkt. Leider immer noch nicht. Aber vielleicht kann man als Privatmann auch da Druck ausüben. Je mehr Leute da nachfragen, dann sind sie vielleicht auch da mal irgendwann zu erhalten. Das ist natürlich in erster Linie eben der Sumpfkalk. Da habe ich so ein Kilo jetzt hier im Paket. Dann natürlich Lehm. Marmormehl oder auch Kreide, natürlich hydraulischer Kalk, NaL5 hier, Quarzsand und Flachsschäbe. Mit diesem Material können Sie 10, 15 verschiedene Putztechniken und Farbaufträge durchführen. Die habe ich alle auf unserer Homepage nochmal als PDF-Datei genau aufgeführt mit einzelnen Rezepten. Es geht nicht darum, jetzt hier eine große Wand gleich herzustellen, sondern man muss erstmal ausprobieren mit diesen Materialien, wie einem das von der Hand geht. Gefällt einem der Ton, gefällt einem die Härte des Materials nachher, nach dem Trocknen, und sich dann vielleicht für etwas entscheiden, denn auch wo jetzt welcher Auftrag hinkommt, auch das ist ja immer ganz unterschiedlich. Deswegen will ich jetzt nochmal auf die einzelnen Möglichkeiten eingehen, die ich hier mit in unserem Haus hier angewandt habe. Fangen wir an mit dem Mauern mit Sumpfkalk und Sand. Hier sehen wir vermauerte Natursteine mit Sumpfkalk und Sand. 3:1 gemischt. Jetzt nach 3 Jahren, glaube ich, ungefähr
Also wenn ich jetzt hier mit so einem spitzen Gegenstand hier reingehe, das ist natürlich nicht hart, aber also Finger hier geht da nichts ab. Aber ich kann ja auch reinstechen. Hier meine neu eingemauerten Backsteine vor 6 Jahren. Hier der Mörtel sogar nur 5:1. Also spielt keine große Rolle, ob 3:1 oder 5:1. Aber klar, kann ich jetzt natürlich rauskratzen, wenn ich möchte. Aber es bleibt ja so auf jeden Fall nach 6 Jahren kein Problem. Kommen wir zu dem Kalkputz auf den Fachwerkgefachen. So sah es vorher aus. Dann habe ich den Unterputz aufgetragen. Da ergaben sich natürlich einige Risse. Und schließlich jetzt ein Foto nach 6 Jahren. Da ist dann auch der Oberputz drauf. Aber ich habe damals noch ohne Quarzsand gearbeitet, sodass hier jetzt auch noch einige feine Risse zu sehen sind. Die wären mit Quarzsand aber sicherlich nicht vorhanden. Hier in der Fensterleibung der Feinputzmörtel mit Marmormehl, Quarzsand und Sumpfkalk. Im Gegensatz zum normalen Oberputz hier mit Putzsand, Quarzsand und Sumpfkalk. Schauen wir uns jetzt den Casein-Mörtel an, den ich zwischen Holzfensterrahmen und der Mauerleibung angebracht habe. Das sieht doch ganz gut aus, vor 3 Jahren. Nur eine ganz feine Fuge. Normaler Kalkputz hier an der Wand, also Oberputz. Danach Kalkschlemme aufgetragen, also ganz leichte Abfärbungen. Im Gegensatz hier die Kalkschlemme auf einer trockenen Wand aufgetragen. Das sieht natürlich schon ziemlich heftig aus. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Da sollte man doch lieber Magermilch dazu tun. Da habe ich hier bei der Spüle. Und da ist dadurch dann nichts. Sehe ich jetzt nichts, kein Abrieb. Hier mal die Kalkschlemme aufgetragen mit Pigment. Nur färbt ein bisschen ab. Am Schornstein hier die Kalkglätte. Also wirklich sehr glatt. So, eigentlich keine Abfärbungen. Ein Anstrich mit Kalkfarbe. Sumpfkalk 4:1 mit Wasser vermischt. Sieht dann eher hier so aus bei einem einmaligen Auftrag. Diese Steine nimmt man die Kalkfarbe viel dicker, dann sieht das eher so hier aus. Da ist natürlich jetzt so dick, da sieht man dann, dass sich dann hier Risse bilden. Und das kann dann natürlich auch schon mal abplatzen. Zu dick aufgetragen. Hier mein Hochbeet mit einer Natursteinmauer. Gemauert mit natürlich hydraulischem Kalk, also NHL5. Gemischt mit feinem Kies, zum Teil auch noch Ziegelbruch dabei. Hier die Türschwelle neu vermauert, 3 neue Steine eingesetzt, NHL5 mit Feinkies gemischt. 3 Teile Kies, 1 Teil NHL. Kommen wir zum Lehmputz. So sieht ein Lehmputz aus, zumindest aus der hiesigen Lehmgrube, wenn man ihn weder mit Sand magert noch mit Flachschäbe durchmengt. Hier sehen wir jetzt einen Unterputz mit Flachsschäbe und 1:1 mit Sand gemagert. Hier auch ein Unterputz und zwar in der Mitte direkt aufgetragen, sogar auf einem Kalkzementputz. Rechts sieht man noch den alten Gipsputz, der noch ab muss. Dann hier eine Dose eingemörtelt mit so einem Unterputz, hält einwandfrei. Und hier schließlich einen fertigen Oberputz. Links noch links trocken und rechts noch feucht. Und schließlich der komplette Oberputz hier in dieser Ecke aufgetragen.
Wie kommt man nun an dieses Restaurierungsset für den Altbau? Geht auf unsere Homepage und dort unter Restaurierungsmaterial. Dort findet man die aktuelle Zusammensetzung, auch den aktuellen Preis und ob es eben lieferbar ist, denn das ist eine Menge Arbeit, das abzufüllen. Also vom Materialwert ist das sicherlich nicht so viel, aber das Abfüllen ist sehr aufwendig und mal schauen, wie weit das klappt in Zukunft. In dem Restaurierungspaket befindet sich auf jeden Fall kein normaler Sand und auch kein Kies. Das würde das Paket ja viel zu schwer machen. Aber in der Regel hat man ja als Hausbesitzer irgendwo Sand, vielleicht im Sandkasten, den man dann benutzen kann. Wenn Sie dann mit diesem Material Probeflächen angelegt haben und schließlich dazu übergegangen sind, tatsächlich sich ein Material in größeren Mengen zu besorgen und in Ihrem Altbau auch eine größere Fläche restauriert haben, und wenn Sie mir dann davon ein Bild schicken, dann würde ich mich sehr darüber freuen, denn wenn ich da mehrere Bilder habe, könnte ich auch nochmal ein eigenes Video darüber drehen, um auch anderen Leuten Anregungen zu geben, ähnlich vorzugehen in ihrem Altbau oder auch Fachwerkhaus. Zum Schluss des Videos noch einen Sicherheitshinweis. Bei dem Sumpfkalk und dem natürlich-hydraulischen Kalk handelt es sich um ätzende Stoffe. Also bitte unbedingt Sicherheitsvorkehrungen beachten und natürlich eine Schutzausrüstung, Handschuhe und auch vielleicht einen Mundschutz tragen.